Adam sucht Eva 2016, Halleluja, Messias Ronald Schill ist da. Tag 6 im Nudistencamp, so voll war es bei Adam sucht Eva noch nie. Gleich mehrere neue Kandidaten ziehen auf die Insel. Darunter der Messias, Ronald Schill höchst selbst. Aber wer konnte ahnen, dass der Erlöser ein Chauvin ist vor dem Herrn ist. Der Messias von Adam sucht Eva ist da. Der Retter. Der Mann, der nach Jesses Abgang für die kräftig chauvinistische Not auf der Insel sorgen soll, Ronald Barnabas Schill. Ronald Schill, der Macho, der die Frauen versteht. Mit Frauen sind mein Lebenselixier, kündigt sich der einstige Hamburger Skandalrichter an. Selbst versteht er sich als Macho und Frauenversteher zugleich. Ein Segen für RTL. Schließlich fehlte es in der vergangenen Folge an markigen Sprüchen. Da kann Ronald Schill Abhilfe schaffen, indem er uns gleich mal seine revolutionären Regeln aufdrückt. Vergessen Sie Helmut Kohls 10-Punkte-Programm zur Wiedervereinigung. Viel zu kleingeistig. Oder den Satz des Pythagoras. Der nervt ohnehin nur Schüler, die Mathematik büffeln müssen. Schills Definition einer Traumfrau könnte in die Weltgeschichte als die Barnabaschen Gebote eingehen. Und diese setzen sich aus 4 Merkmalen zusammen. Sie muss immer Lust auf Sex haben. Sie liebt Fallatio, Oralsex. Sie kann ein Stöhnen, Schreien beim Sex nicht unterdrücken. Sie gibt ihm das Gefühl, dass sie gerade auf ihn besonders abfährt. Man kann es ruhig sagen, Zuschauer von Adam sucht Eva sind Augenzeugen einer sexuellen Offenbarung geworden. Ausgerufen durch einen alternden Möchtegern-Playboy, der auf der Insel alles angräbt, was nicht bei 3 auf der Palme ist. Eine neue Eva kommt gleich zu Beginn in den Genuss, den Messias persönlich kennenzulernen. Charmant wie Ronald ist, konstatiert er, die kann auf jeden Fall ein Dirndl ausfüllen. Und eines muss man RTL lassen, danach schneiden sie Ulreichs Aussage, der sieht aber freundlich aus, hinzu. Da sieht sie ihn allerdings erst aus der Ferne. Vor ihr stehend macht ihr Ronald ein Kompliment, das seinesgleichen sucht. Sie sei keine so verbiesterte Emanze wie viele andere deutsche Frauen. Dass ihr kein Dankeschön von den Lippen sprudelt, ist bestimmt nur der Nervosität geschuldet. Adam sucht Eva und der P.O. Muschelmann. Schön, dass der Messias da ist. Denn sonst geht nicht gerade viel auf der Insel. Manchmal lässt der Botschaftenbringer der P.O. Muschelmann, wie ihn die Bewohner nennen, was auf der Insel fallen. Der unfreiwillige Fäkalhumor fällt den Adams und Ivas dabei nicht einmal auf. Da hat die Sonne wohl schon einige Gehirnzellen verbrannt. Kuschtrim freut sich wie ein Schnitzel, dass er mit Janina Josefrien alleine auf die Insel der Liebe darf. Auch das Teppichluder scheint vor Freude schier zu explodieren, ich würde schon gerne mal die Insel der Liebe sehen. Und mit ihm. Pause, mal gucken. Der Adam mag zwar verbrannte Hirnzellen haben, doch anbrennen lässt der Maurer nichts. Tags zuvor hatte er sich noch beschwert, dass er seit längerem nicht mit sich hat rumspielen können, der arme Junge. Seine Taktik, Janina zu sagen, dass er damals die beiden Playboy-Ausgaben gekauft hat, in denen sie war. Seine Belohnung, eine Abfuhr. Dafür dürfte er sie vorher noch bepinseln. Mit Fingerfarbe auf dem Körper, versteht sich. Ronald Schill, die edle Kreatur.
was für Künstler sich hier auf der Insel eingefunden haben, ein Fingerfarbenmaler, der Erfinder der Barnabas'schen Gebote und mit Per Kusmak auch ein Inselphilosoph. Angesichts des Kommens, Ronald, Ulrike, Anna und Matthias, und Gehens, Janina, Kustrum, Leo und Anna, die gleich wieder verschwindet, stellt er fest, es gibt auf der Insel keine Zeit für Melancholie. Da fragt man sich unweigerlich, wie diese edlen Kreaturen nur so tief sinken konnten, dass sie an dieser Show teilnehmen. Dann fällt der Blick auf den alternden Ronald, der alle Frauen im Camp antätschelt und abschlabbert. Und man versteht warum.